Hallöchen, guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück bei Factorio und Fischi hat sein Spiel wieder. Ich hab's gerettet. Hallo. Ach, das war ja ein Ding. Ja, Fischi, also falls ich es nicht mitgekriegt habe, letzte Folge, hat mein Antivirenprogramm, meine Exe von Factorio, ich glaube, in eine Quarantäne gestellt oder gelöscht oder so. Einfach so, plötzlich. Wahrscheinlich war's weg. Ja, weil er das noch nicht kannte mit dem, weiß ich nicht, mit dem Online-Zeug da, mit den Konten. Ich weiß auch nicht. Aber jetzt geht's wieder. Ich habe einfach nur die Spieldateien überprüfen lassen, dann hat er mir die nachgeschickt, die Excel. Das ist nett, das ist sehr nett. Was hast du denn jetzt hier gemacht in der Zwischenzeit? Ja, du hast jetzt hier schon die zweite Maschine. Hat ja ein paar Minuten gedauert, habe ich jetzt die zweite Maschine hier aufgestellt. Das klappt jetzt auch. Jetzt geht's da halt in die Kiste. Ey, du hast schon wieder. Nee, hast du gar nicht geklaut. Ich war das. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich war weg. Ich hatte kein Spiel zwischendurch. Jetzt gehen die in die passive Anti-Vibita-Kiste, weil wir müssen ja doch jetzt mal versuchen, auf den zweiten Dingen zu gehen. Ja, was denn? Geh mal auf Forschung! Forschung? Ich hab's noch nicht gedrückt. Drück mal T! Es sieht ganz anders aus. Es sieht ganz anders aus. Das finde ich gut. Jetzt kann man alles nachvollziehen, was man braucht, für was, wenn man, also viel besser. Echt? Ich finde das irgendwie, vorher fand ich das besser, aber vielleicht ist mir das auch gerade. Ja, aber du hast doch das, was da vorher zu sehen war, siehst du ja immer noch. Aber du siehst halt rechts auch diesen ganzen Strang. Ja. Und das finde ich ganz gut. Was forschen wir denn jetzt mal? Zum Beispiel brauchen wir für das Raketensilo nur noch die ganzen Raketen. Quasi alles, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ah, die Raketen, die kommen dann auch noch. Kugelschaden finde ich ganz gut. Mal Kugelschaden machen. Was? Ja. Militär 4 wäre auch nicht schlecht. Because we can defend yourself better, you know? Okay. See. Ja. Ja, du machst das schon. Hast du schon gedrückt, ja? Ja. Okay, das war krass. Das war eine krasse Erfahrung. Wir brauchen denn jetzt unser Anzug? Oh, ich hab. Einen kann ich dem. Soll ich dir mal einen machen? Oh, ja. Ah. Anzug kommt. Ja, ich habe noch blaue Prozessoren. Brauchst du die für irgendwas, oder? Blaue Prozessoren? Nö, habe ich mir selbst geholt. Aha. Ich habe schon wieder Flugelzeug heute. Fliegelflugel. Also, es ist tagsüber immer so, also es tut mir leid. Du gibst die ab? Ja, ich... Die kannst du immer gebrauchen. So, ja, warte, pass auf. Ich die wieder. Hier, den fertigen Kampfanzug. Was denn? Der. Oha. Oha. Oh, direkt angezogen. Guck mal hier, soll ich dir noch was geben? Ja. Wo ist mein... Da, nimm. Ups. Nimm, bevor ich es wieder nehme. Oh, warte, so, und den steck dir jetzt mal in deinen Anzug rein. Den tragbaren Fusionsreaktor. Man sieht den ja, wenn man den anzieht. Also, das ist du hast jetzt wirklich Fusionsreaktor. Das ist jetzt nichts mehr im Vergleich zu kleinen Solarpanels, die wir haben. Wie mache ich den denn da nochmal auf? Wie gucke ich da nochmal rein? Mit Rechtsklick unten. Ach so. Auf die Rüstung. Okay. Und ein tragbarer Fusion. Wow. Erstens ist der riesig, aber der bietet jetzt auch unendlich Strom. Also jetzt kannst du da diesen Hangar mit reinpacken. Du kannst das Schild mit reinpacken. Das hat jetzt immer Strom. Immer. Das reicht bis am Ende. Hast du nicht gesehen. Also packe ich jetzt hier mal ein Energieschild rein. Alles rein da. Schwing. So, reicht da eins? Will ich mehrere Energieschilder drin haben? Nee, ja, du kannst nur eins. Es gibt später noch ein besseres. Also das ist jetzt nur das einfache Energieschild. Wow. Und ich darf jetzt hier noch warten, bis ich... Persönlicher Roboterhangar, den will ich doch auch haben, oder nicht? Ja, ja, hau rein da. Ich kann aber nur einen bauen. Weißt du warum? Weil mir blaue Prozessoren fehlen. Dann kannst du selber einbauen. Hier oben gibt's. Ich hab mir gerade einen Fusionsreaktor gebaut. Nee, einen persönlichen Roboterhangar. Den hast du doch noch, den alten? Aus der Rüstung. Ich bin auch 13 Mal gestorben, Jolle. Ach so. Soll ich dir noch einen bauen? Ich baue doch gerade. Ach so. Oh nein, ich habe abgebrochen. Warum das denn? Ach, die Unterhaltung war gut. Ja, das war eine super Unterhaltung. Ja. Ach so. Okay. Ach so. Oh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Fuck, sorry. Ups, Autosave. So, ich warte jetzt noch. Habe ich es jetzt? Okay. Zack. Zack. Ich muss gleich mal nach dem Öl gucken. Haben wir auch schon ewig nicht gemacht. Ich brauche auch geile Waffen.
Ja. Kupferplatte. Du hast ja wirklich gar nichts mehr, ne? Nimm dir das Maschinengewehr, das ist doch am besten. Ja, finde ich auch. So, was Neues? Was ist das? Die Kampfschrotflinte? Wo sind meine Kupferplatten? Ach, wir tun gar keine Kupferplatten irgendwo in eine Kiste rein, ne? Das ist unser Problem hier. Doch. Ah, da kommen sie, okay. Lalalala. Kupferplatten werden abgezweigt, irgendwo jedenfalls. So, ein Maschinengewehr bitte. Ich stelle jetzt hier ein, dass ihr mir das bringen sollen. Bringt mir und dann los. Aha. Du, was steht denn jetzt an? Ich meine, das Eisen scheint ja jetzt da unten wieder zu flutschen, also. Du hast flutschen gesagt. Ja, warum auch nicht? Ja, genau. Wir müssen, das hätten wir eigentlich letzte Folge schon machen müssen. Wir hätten nochmal so einen Überblick uns verschaffen sollen, was denn jetzt der Plan ist. Der Zug ist immer noch nicht. Wir müssen da endlich mal mit dem zweiten Zug und wir müssen oben die Station sichern. So sieht's aus. Und ja. Oben ist noch alles zerstört worden. Ich muss da mal hin wegen dem. Heißt das, wir brauchen da oben 5 Lasergeschütze, haben wir ja, ne? Ich habe da schon alles hingebaut. Was wir brauchen, sind Mauern vor allen Dingen. Aber wir produzieren keine Mauern. Ich habe jedenfalls eingestellt, sie sollen mir welche bringen und das tun sie nicht. Ja, Ergo, ich gehe mal ganz kurz die Lage oben checken. Ergo, wo machen wir denn jetzt nochmal Mauern? Ei. Ich traue mich nicht an den Zug ran. Ich weiß, das war irgendwo hier oben, wa? So, wann fährt der Zug los? Ach ja, hier ist noch ein Fehler. Aha. Oh, da kommen aber auch gar nicht mal so viele Eisenerzgeschichten an. Ich glaube, der Zug. Ach so, weil oben alles zerstört ist, hast du gesagt, ne? Ja. Ich guck mir das mal an. Der Zug fährt gleich los, hoffentlich mal. Wahrscheinlich wäre ich jetzt schon längst zu Fuß angekommen. Hallo, fahren Sie los? Ah ja. Ding, 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 ding. Voll hier. Man, ja doch noch. Ach, man kann den Zug ausrüsten, wenn man im Zug sitzt. Ach, hier steht auch noch der Panzer. Wenn man im Zug sitzt, ist unten rechts ein Zugsymbol und dann ist da drüber Ausrüstung. Dann könnte man ihn noch ausrüsten mit irgendwas. Oh Gott. Ey, du hast ja oben alles gesichert mit Mauer und alles. Nee, aber ja, nur zu so einem kleinen Teil, ne? Das ist nicht alles. Was haben wir denn hier gebaut? Hier sind überall Fehler drin. Vielleicht ist das ja wegen dem Patch und alles. Überall sind hier Fehler. What the... Hä, ich dachte, hier wäre... Ach so. Ach, Mann, du, das ist alles... Es ist alles... Da bist du einmal nicht da eine Weile und schon ist alles kaputt. Ja, so sieht's aus. Mittelgroßer Strommast. Und wo war jetzt unser Steinvorkommen? Gibt's überhaupt noch eins? Ich... Bin mir da gar nicht mal so sicher. Ich weiß nicht. Jetzt wird's Tag, jetzt habe ich mal... Übersicht. Doch, hier unten. Oh, das ist Tatsache. Oha. Was ist kaputt? Ah, unser Stein ist nicht mehr vorhanden. It's empty, Alter. It's empty, Alter. So was, das Ding ist auch noch kaputt. Das ist furztrocken hier oben. Aber wir haben tausende Ziegel. Daraus könnte ich mir selbst welche craften. Ne? Ja, das, was Jorle sagt. Ich nehme das, was Jorle sagt. So. Gut, also du machst Mauer. Unten ist eigentlich alles gut soweit, ne? Also nicht gut soweit, aber es ist auch einigermaßen gesichert. Und dann müssen wir noch die Wege sichern. Ja. Du musst ja jetzt eigentlich nur noch zumachen. Also der Zug überrollt ja eh alles, was ihm in die Quere kommt. Ja, wir müssen halt zumachen. Aber ich mache jetzt schon einen Mauergrad. Ich hoffe, das reicht erstmal. Für unten wird es, glaube ich, nicht reichen. Nee, unten ist ja noch alles offen hier. Oh, Jolle! Hast du schon wieder? Mein Spiel ist ausgegangen!
Das gibt's doch nicht. Wir machen gleich die Hamachi-Variante hier, damit sie da funktioniert. Ja, ich mach mal bei der Aufnahme aus und wir schneiden dann wahrscheinlich einfach. Ja, wir schneiden den. Bis gleich. Mann, bis gleich. Hör auf jetzt, Mann. Ja, da sind wir wieder, ne? Hallo. Jale. Ja. Ja, ich habe jetzt eventuell eine Lösung gefunden, wie wir das Problem hier lösen. Mit der Lösung. Das ist gut. Als wüsste ich das jetzt gerade nicht. Ich wollte, ne? Mir ist ja was passiert. Ich weiß nicht, wie ich dir das... Oh. Du, die Schienen sind jetzt wieder anders. Und zwar gab es die... Ich zeige euch das mal. Das sind jetzt immer so kleine Ecken, die man aneinander legt. Das gab es, glaube ich, schon mal im Alpha- oder Beta-Stadium irgendwie so. Ich kenne die auf jeden Fall noch auch so. Ich krieg bloß die Kurve nicht mehr hin. Fischi, ich weiß... Jolle kriegt nicht die Kurve. Ja, wie soll ich denn das jetzt? Gibt's denn hier noch die Kurven? Es gibt jetzt keine Kurven mehr, oder wie? Oh, es gibt einfach nur noch Schiene. Ja, du musst das mal hier nimm mal. Wie war das nochmal? Wie kann ich dir das geben? Nee, so nicht. Wie konnte ich dir das denn in die Tasche schieben? Da, bitte. Oha. Probier mal, das ist mit SCRG, okay. Ja, probier mal jetzt bitte die Kurve zu machen. Fertig. Aber wieso sind denn die alten Kurven noch da? Ich wollte. Achso, ich habe kein Werkzeug. Warte mal. Okay, warte, pass auf. Ich wollte hier eigentlich nur das Tor richtig machen, weil wir das die ganze Zeit falsch hatten. Oh oh. Oh ja. Ja. Ist ganz einfach. Es ist. Ja. Ah, ich weiß. Echt jetzt? Nee. Du, wie soll man das denn machen jetzt? Du kannst ja nur schief bauen. Oh, ich habe nochmal die Base umgesetzt hier. Jetzt muss ich mich auch durch das neue Menü fummeln. Home Base 1. Änderung speichern. What the fuck? Mit Kohle Süd. Das ist so kompliziert. Ja. Wie lösen wir denn jetzt das Schienenproblemchen? Aber ich check noch gar nicht. Man kann ja nur diagonal bauen. Oder vertikal. Ich hatte da gerade vertikal. Aber man kann ja gar nicht die Verbindung dann schaffen. Das heißt, wir wissen jetzt nur noch nicht, wie man die Verbindung schafft. Gib mir mal ganz kurz ein paar ab. Ich habe da gerade so ein Menü, Schienenmenü gehabt irgendwie. Ja, du sollst mir jetzt nicht alle geben. Ich habe dir aus Versehen alle gegeben. Genau, jetzt habe ich hier so ein komisches Schienenmenü. Aber ich weiß nicht. Nein, hör mal auf, da Sachen hinzuplatzieren. Gib mir auch noch mal die Hälfte, bitte, damit ich parallel... Ach, so ein Dreck jetzt hier, warte. Damit ich parallel mitüben kann. Da. Danke. Üb mal mit. Also mit R dreht man die. Wieso ist das denn jetzt hier? Ich habe so ein grünes Pönügelteil. Das. Ein Pfeil, meinst du? Aber wenn man das so zieht. Guck mal, wenn du das ziehst einfach, ne, dann kannst du... Ach, man kann den Schienenlinien planen. Ach, guck mal, dann hat man auch eine Kurve. Ach, wie denn? Wie plane ich denn? Okay, pass auf. Hör auf. Oh, mit Shift mache ich die Baupläne. Okay, was ist denn? Warte, pass auf. Du nimmst die Schiene also in die Hand, ne? Und jetzt drückst du und ziehst einfach, also lang. Ja, das habe ich probiert, aber es ging nicht. So könnte man das machen. Siehst du, jetzt ist wieder da. Warte mal, nimm mal dieses Stück weg. What the fuck? Aber ich habe doch gezogen und dann baut er einfach nur ganz viele nebeneinander. Du musst doch irgendwas drücken noch. Nee, einfach nur... Nö, ich habe nur... Nur... Du, ach so. Ja. Ja. Warte, pass auf. Was denn? Ich mach's nochmal rückgängig. Und jetzt ziehst du das mal von hier ab. Also an einem Stück anketten quasi. Ja, da passiert nichts. Ich anketten. Ja. Und dann kommt Ach, einmal drücken. So? Ja, aber jetzt geht das nicht mehr. Oh Gott, was hab ich denn jetzt hier gemacht gerade? Ha! Oh Gott. Heieieiei. Was ist los? I love it. So, jetzt geh weg. Das Tor ist schon mal richtig.
Kurve ist falsch irgendwie. Ja, warte. Das eine Stück, was also du extra beim Grün hast, an das muss weg. Bebahnen. Ich glaube, das eine Stück hier muss weg und dann musst du. Oder so. Aber oh, ich glaube nicht, dass der jetzt an daran anknüppert, oder? Ich glaube schon. Oh, ach so. Das ist, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, eh nur eine Weiche. Also das müsste jetzt klappen, oder? Homebase und er fährt zur Kohle Süd. Oh, er fährt. Er musste, er hatte noch keine Kohle mehr, warum auch immer. Das war ja jetzt complicated, ey. Ja, aber an sich ist es eine gute Sache, dass man das so ziehen kann jetzt. Ich habe ihn jetzt nochmal nach oben verlegt ein Stück, weil wir jetzt beim Erzband hatten wir hier schon teilweise Kohle drauf. Das war ein bisschen doof. Und ich fahr mal nach oben, weil da kam irgendwie so wenig Erz an, ne? Nee, müsste jetzt eigentlich alles stimmen. Ich komm mit. Hab ja jetzt extra die Bauern eingepackt. Mann. Wosch. Das ist aber heute auch alles experimentell hier. Ich mach den Wald weg, weil der Wald ist doof. Du hast Spaß dran, ne? Ja. Fahr mich bitte nicht über den Haufen. So, aber bitte, ich werde nicht sterben. Also so megamäßig viel kommt jetzt hier nicht an. Ja, na, weil doch die ganzen Dinger da noch zerstört sind. Ach so. Du hast gesagt, dass du alles gerichtet hast. Hast du mich angerufen? Nein, da hatte ich doch keine Materialien mehr, deswegen komme ich hab jetzt Materialien. Ich ja auch. Oh, das ist jetzt zu spät. Ich ja auch. Ups. Oh, das dauert aber lange. Oh nein. Den. Kann ich hier einfach jetzt so... Nee, natürlich nicht. Du was? Ja, ich könnte jetzt auch den Baurobotern befehligen. Ich weiß das. Das ist auch so toll, wie Leute da schreiben. Du kannst auch die Bäume mit den Robotern mitmachen. Da habe ich es in der Folge noch gesagt. Ne? Ich weiß das auch. Mit dem was? Mit den Robotern wegmachen. Ich weiß das ja. Ich habe kein Holz. Ey, was machst du denn da? Oh. Ey, ich muss Platz schaffen hier. Warte mal, ich muss ganz kurz. Geh mal weg da. Ich muss den Holz. Da. Du weißt schon, dass du das jetzt auch mit den Robotern wegmachen könntest, Sushi. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Leute, lasst uns unseren Spaß. Leute, jetzt hör doch mal auf. Jetzt tust du einfach jetzt zur Seite. Es ist doch, da muss man auch jetzt. Das meinte ich jetzt eigentlich spaßig. Also von nein, ich lache nicht. Ach so, du meinst den, ja, wegen den Kommentaren. Nee, darauf wollte ich ja jetzt gar nicht eingehen. Das habe ich ja. Ich habe dazu ja was gesagt. Oh. Ich habe keine Mauer mehr. Letzten Tage sind so schönes Wetter und ich sitze hier immer und bin nur am Rechner. Das macht mich ein bisschen traurig. Oh, aber wir fahren nächste Woche Dienstag in Heidepark! Heidepark, Soltau! Heidepark! Da war ich schon mal. Ja, ist geil, ja. Ich. Ach, so. Wie heißt denn das in der Nähe von Hamburg? Heidepark ist auch in der Nähe, oder? Hansapark oder so, ne? Hansa, ich glaube, Hansa. Hansapark ist aber, da ist aber nichts. Da habe ich noch die geilste Geschichte ever. Als kleines Kind. Ey, wieso kommt da nichts an? Als junges Mädellein, ne, von 7, 8 Jahren, wir dahin. Meine Mutter, mein Stiefvater und ich, ne? Und der war schon eine ganze Weile lang offen. Und es gab dort einen Streichelzoo, Fischi. So, meine Mutter und mein Stiefvater im Auto sitzen da, frühstücken. Ich in den Streichelpark, in diesen Streichelzoo gegangen. Da sind überall Böcke gewesen und Ziegen und hast du nicht gesehen. Und ich habe nichts gemacht. Ich schwöre bis heute, ich habe den Tieren überhaupt nichts getan. Und ich habe so ein bisschen gestreichelt. Ich war ganz vorsichtig. Ich war tierfreundliches Menschlein, ne? Und ich hab den einen so gestreichelt und bin dann auch weitergegangen. Und auf einmal nimmt ein Bock, die haben ja so eine eingekrümmten Hörner, ne? Nimmt der meterlang Anlauf und mir voll in den Rücken. Was? Aber mit Karacho. Und vor mir war ein Baum. Also etwa 1-2 Meter entfernt, ne? Und der hat mich so hart erwischt, dass ich fast gegen diesen Baum geknallt bin. Ich bin kurz vorher runtergefallen, ne? Und mir war ja speiübel. Meine Mutter hat dann gesagt,
Sie hatte so, sie haben so Eier gegessen, ne? Meine Mutter schmiss meinem Stiefvater die ganzen Eier um die Ohren auf dem Platz, rannte in den Streichel zu und hat mich dann quasi gerettet, ne? Also dieser Bock ist einfach auf mich losgegangen. Und das kam mir dann noch dazu, wir mussten denn da in dieses Büro von dem Betreiber und dann haben die diesen Streichelzoo Tatsache geschlossen. Nee. Nur aufgrund meines Vorfalls. Ja. Pass auf. Jolle macht den Park kaputt. Pass auf, jahrelang war dieser Streichelzoo geschlossen. Jahre. ich hab ein Thema, ich hab einen Titel für die Folge. So. Jahrelang haben die wirklich diesen Streichelzoo geschlossen gehabt und ich hab natürlich war dem das sehr, sehr peinlich, sehr unangenehm, hätte auch rechtliche Konsequenzen haben können, ne? Ich hab dann so ein, oh Mann, Fischi, haus jetzt ab. Ich hab ein Spiel bekommen, so ein Brettspiel. Nein. Ja. Ja toll, nach dieser Folge hier werden alle Kinder immer in irgendwelche Zoos gehen und versuchen, sich da von dem Bock hauen zu lassen, damit sie ein Spiel kriegen jetzt. Der ist aber, wie gesagt, der war richtig ausgewachsener Bock und ich meine für so ein kleines Mädel, da war ich ja, wie gesagt, 7, 8 Jahre. Der ist mir mit vollem Karacho, der hat Anlauf genommen, direkt in den Rücken hinten rein. Ich habe den ja gar nicht kommen sehen, weil der von hinten kam. Und ich wäre halt fast gegen den Baum geknallt. Ne? Also mir ging es nicht gut. Ich hatte, glaube ich, auch Gehirnerschütterung, den ganzen Mist, was man so hat. Also den Betreibern, das hätte tatsächlich natürlich rechtliche Konsequenzen haben können. Die haben uns denn gut behandelt, ne? Ja, die haben euch Kaffee gegeben und Kuchen. Sind ja dann auch keine Unmenschen. Also wir haben die natürlich nicht verklagt oder so Blödsinn. Ich bin ein Unmensch. Also das haben wir nicht gemacht. Das ist eine krasse Geschichte. Ja, das war damals echt abgefahren. Diesen Park haben die, wie gesagt, geschlossen. Jolle, die Parkschließerin. Ja, und das ist ein wundervolles Ende für diese Folge. Juhu! Es geht alles. Ich bin noch nicht rausgeflogen. Das ist ganz gut. Das heißt, die nächsten Folgen sind einigermaßen zäh. Yes. Und dann werden wir mal ein bisschen gucken, dass wir alles hinkriegen. Ich habe hier noch mal was verschoben, weil hier eine Kiste falsch war beim Zug. Jetzt ist aber alles richtig. Ne, jetzt ist die ja wieder leer, oder was? Ja, das werden wir uns gleich anschauen. Alle einen hoch. Ja, das werden wir uns anschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.